Na bitte, da haben sie es doch beide geschafft. So, nun also noch ein Höhepunkt. Schön, dass wir sie, oder dass die Auslosung sie bis zum Schluss aufgespart hat. Wir freuen uns auf die Titelverteidigerin im Mehrkampf, Maria Petrova, die alle Chancen hat, es auch in diesem Jahr wieder zu schaffen. Bei stärkster Konkurrenz natürlich. Es tanzte eine Königin, liebe Zuschauer. Und wir freuen uns auf das kommende Wochenende, wenn die Königinnen und die Prinzessinnen alle noch einmal zu großer Form auflaufen, so wie diese Maria Petrova hier schon anzeigte. Wer Weltmeisterin werden will, muss mich schlagen. Das ist reife Ausdrucksfähigkeit einer starken Persönlichkeit mit den Kriterien, den nüchternen Kriterien sportlicher Leistung. Aber die Interpretationsfähigkeit, die ist es bezaubernd. Ja, und das sind doch mehr als 9,75 Punkte, bitteschön, denn das wäre dann der Fall, wenn Bulgarien mit Ukraine gleichziehen würde. Das war jeden Fall mehr. So, wir warten noch auf die Wertung. Also, es ist doch passiert. 9,9. Na, jetzt ist doch noch ein Ding.